Im Sommer 1944 kam es im Abschnitt Mogilew bei den Durchbruchskämpfen der 12. Infanteriedivision zur Beresina zu folgendem Ereignis. Der Führer der Nachhut, Major Heinz-Georg Lemm, sah nach dem Angriff über die Beresina einen seiner Melder mit MG und Gurten bewaffnet, ansonsten trug der Obergefreite aber nur noch seine Turnhose. Lemm fragte nach dem Verbleib der Uniform. Der Obergefreite antwortete: Beim Durchschwimmen des Flusses geriet ich in eine Strömung, da musste ich entweder meine Klamotten oder aber mein MG loslassen. Nun habe ich mir gedacht, Klamotten bekommst du wieder, aber so ein MG, das noch nie eine Ladehemmung gehabt hat, das wirst du nicht wiederbekommen, das hältst du fest. Major Lemm klebte allen Vorschriften zum Trotz dem Soldaten mit Leukoplaststreifen sein eigenes eisernes Kreuz erster Klasse an die nackte Brust.